Dann herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend am Montag, den 13. Juli. Es ist mir eine Ehre, dieses Interview für Bewusstsein einfach und leicht für die Nicole zu starten. Die offiziellen Titel, das überlasse ich gleich dem Interviewer und so weiter. Und es ist mir auch eine Ehre, meine Tochter, die Romana Wiedemann, zu begrüßen, die das Interview leiten wird. Mich heute erst am Schluss wieder von dem ganzen Interview, von der Veranstaltung hier. Und ganz vorab nur kurz noch eine Etikette für alle. Wichtig ist, wer nicht später öffentlich auf YouTube gesehen werden möchte, lasst bitte euer Bild aus. Und wer nicht erkannt werden möchte oder so oder auch nicht gehört, bitte dann einfach die Fragen, die ihr habt, vielleicht die aufkommen, in den Chatraum schreiben. Wir werden nämlich das Interview auf YouTube veröffentlichen und es gibt auch einen Podcast danach, der also die Nicole dann auch verwenden kann, wo immer sie möchte und das einfach hier jeder weiß, was er hier machen kann. Genau. Und jetzt wünsche ich euch mega viel Spaß und freue mich sehr, dass heute Abend die Nicole interviewt wird. Dankeschön. Dankeschön. Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Wow, ich bin ganz aufgeregt, die Nicole interviewen zu dürfen. Frau Dr. Nicole Hofer. Genau. Ich liebe Nicoles Doktortitel. Ich kenne niemanden, der so, dieser Doktortitel bei dir macht mir so viel Spaß. Das ist so cool. Ich Und kenne wir haben. niemanden, der so viel Spaß macht wie dir. Also ich habe sonst nicht so mit Doktortiteln, aber Nicoles Energie mit diesem Doktortitel ist für mich phänomenal. Und wir haben ein so cooles Thema: Körper, Fluch oder Segen. Nicole, wie bist du denn zu Access gekommen? Ja, die übliche Frage. Meine Mutter ist schuld, wie so oft im Leben, ne? Meine Mutter war es schuld. Die hat nämlich Access entdeckt, da war es noch ganz klein in Deutschland. Ich glaube, 2012 habe ich den ersten Basiskurs gemacht. Und da hat sie gesagt, wenn du nicht dran teilnimmst, findet der nicht statt. Du musst dran teilnehmen. Ich habe gesagt, schon wieder sowas. Und, schon viel gemacht, viel gesucht, viel Modalitäten. Meine Mutter hat viel entdeckt. Und ich habe gesagt, naja, okay, gut, machst du mal. Und die ersten Bars tatsächlich, also, haben mich gar nicht, erstmal gar nicht so geflasht. Was mich geflasht hat, war, was dahinter stand. Die ganzen Fragen und die Möglichkeiten und ja, vieles, was offensichtlich scheint uns in dieser Realität, A plus B gleich C, dass das hinterfragt wurde. Und zwar ohne Bewertung. Also, dass wir die Bewertung dahinter loslassen möchten, um uns neue Möglichkeiten zu eröffnen. Und das hat mich fasziniert und das hat mich am Ball gehalten. Und dann habe ich schon, glaube ich, ein halbes Jahr später den ersten Foundation gemacht und dann ging es immer so weiter. Hat dich nichts mehr aufgehalten. Hat mich nichts mehr aufgehalten, genau. Ja, super. Du bist CF, also du gibst Foundation-Klassen und auch Ja, Basisklassen. auch. Mhm, ja, Und ba ja. ja, War's Basisklassen. weniger, ja. Foundation und ja, und Talk to the Entities Kurse. So cool, Talk to the Entities-Kurse. Wie ist das für dich? Foundation, Talk to the Entities, macht was mehr davon Spaß oder beides? Das darf man natürlich gar nicht offiziell sagen, ne? Aber mir macht das mit den Talk to the Entities macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist ja ein, ja, wie sagt man, Untersektion von Access oder eine Sparte. In Access haben wir ja alle möglichen Bereiche, die wir, mit denen wir uns beschäftigen. Und dieses Talk to the Entities ist eben ein Bereich davon. Und ich finde es so faszinierend, für mich auch auf der einen Seite natürlich in der kompletten Schulmedizin drin zu sein, auf der anderen Seite aber zu wissen, da ist noch mehr. Und auch zu wissen, wenn wir tot sind, sind wir für mich nicht weg oder wir haben vielleicht eine Wahl, also was auch immer. Wir definieren das ja gar nicht so extrem. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wenn man stirbt, man eben körperlos noch hier ist.
Und mit diesen Wesen kommunizieren zu können und dass die eben auch da sind und mit uns eventuell kommunizieren wollen oder was auch immer sie wollen, das hat mich von vornherein fasziniert und das bereichert, finde ich, sowohl mein Leben als auch das, wenn man Talk to the Entities Kurse gibt. Ich finde, das ist mit das Thema, was am bereicherndsten ist. Und so vollkommen out of the box. Ich finde das auch super spannend, mit dir darüber jetzt zu sprechen, wo du ja wirklich im Krankenhaus als Ärztin tätig bist und vermutlich mit sehr viel mehr mit diesem Thema Leben, Sterben konfrontiert bist, als jetzt wir im Alltag. Für Leute, die jetzt keine Ahnung haben von Access oder nur wenig, kannst du so ein bisschen was über Talk to the Entities noch sagen, außer dass es jetzt mit Geistern quasi zu tun hat? Genau, also schlussendlich geht es gar nicht unbedingt um Geister, sondern eine Entität ist ja im Deutschen genauso wie im Englischen, ist ja etwas, was eine Definition hat. Also auch ein Buch, etwas Definiertes, ein Lied, ein Business, du, ich, wir sind alles Entitäten. Wir haben alle eine gewisse Energie, die quasi noch definiert ist. Also du hast deine Romana-Energie, daher kenne ich dich auch sozusagen. Oder ich weiß, was ein Buch ist. Aber Energie ist ja auch, ist ja nicht unbedingt fest. Also sie kann sich bewegen und umwandeln. Und wenn wir sterben, oder jetzt, wenn wir bei den Geistwesen bleiben, jetzt nicht unbedingt bei einem Buch, mit dem kann man natürlich auch kommunizieren, aber wenn wir bei den Geistwesen bleiben, die haben oft eben noch eine definierte Energie. Also man kann vielleicht sagen, das ist, spürt sich noch so an, wie Oma Elfriede sich immer angespürt hat. Und in Talk to the Entities, die Werkzeuge, die wir da vermitteln, sind unglaublich einfach. Denn das hört sich so spooky an und das hört sich nach Märchen an und das hört sich nach was an, was nur bestimmte Menschen nachvollziehen können. Aber das stimmt halt nicht. Wir haben alle unsere Wahrnehmung von dem um uns herum, was wir nicht sehen können, was aber da ist. Das drückt sich bei jedem unterschiedlich aus. Also in diesen Talk to the Entities Kursen geht es auch darum, wie nimmst du was wahr? Riechst du was? Hörst du was? Manche sehen ja wirklich, aber das sind tatsächlich die wenigsten. Oder wie ist deine Wahrnehmung der nicht physischen Welt? Also das zum einen, das finde ich immer ganz spannend, wie verschiedene Menschen das wahrnehmen. Und dann geht es darum, was mache ich dann jetzt damit? Muss ich jetzt mit was mache ich dann damit? Das ist die nächste Frage. Und schlussendlich kommt es darauf zurück, dass wir drei Dinge mit Geistwesen tun in dem Fall, wenn wir mal dabei bleiben als Entität, nämlich entweder mit ihnen kommunizieren. Manche möchten wirklich einfach noch was mitteilen, was sie vielleicht nicht mitgeteilt haben. Oder manche sind einfach mitteilungsbedürftig, die möchten gerne quatschen. Oder sie möchten einfach gerne ein Beitrag sein. Das sind oft Verwandte, die noch da sind, die einfach gerne auch die Energie des Beitrags wären, den sie aber oft gar nicht so gut sein können, wenn wir das nicht empfangen auch. Also wenn wir nicht auch Dankbarkeit ist ein Riesenempfang von Beitrag. Das muss jetzt gar nicht groß signifikant sein, sondern einfach so ein Anerkennen von, hey, ja, du bist da und ich merke, dass du beiträgst und vielen Dank dafür. Und das Dritte wäre klären, denn viele von denen hängen hier fest, in der Zeit, in einem Wer, in der Definition von Oma Elfriede zum Beispiel. Ja? Sie möchten vielleicht gerne ihre Energie verändern, was anderes werden, aber wissen nicht so genau, wie sie aus Oma Elfriede herauskommen können. Und da haben wir eben bei Talk to the Entities diese Clearing-Werkzeuge, mit denen wir diesen Wesenheiten dann helfen können, weiterzugehen. Genau, und wenn man dann noch weitergeht in den Kursen, finde ich es eben sehr faszinierend, wie wir auch beeinflusst werden von dem Wahrnehmen, was wir uns nicht zugestehen. Dass da zum Beispiel jemand nimmt das als Husten wahr. Ja, jemand muss immer husten, wenn irgendeine Entität um ihn herum ist und geht überall zum Arzt und irgendwann findet auch ein Arzt irgendwas. Wir finden immer was, ja, wir sind gut. aber unter Umständen wird der Husten nicht besser. Und wenn man solche Sachen für sich einfach erkennt und anerkennt, kann man eben in dieser physischen Welt und auch mit dem Körper ein viel leichteres Leben haben. Okay, das heißt also, es ist jetzt nichts, wo jemand eine spezielle Gabe für hat, sondern wenn du davon redest, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben, hat es jeder.
Ja, absolut. Und man sieht ja auch, es ist uns halt mit der Zeit entweder aberzogen worden, also weil Erwachsene das ja nicht wirklich sehen, aber wer von uns, und man, egal mit wem man sich unterhält, auch mit irgendeinem Professor der Schulmedizin oder so, jeder, auch wenn wir uns oft nicht dran erinnern, das kommt dann mit der Zeit, hat so eine Erfahrung mal gehabt als Kind, den unsichtbaren Freund, von dem die Eltern dann erzählen. Oder man muss sich jedes Baby, also ich kenne kein Baby, was nicht auf was zeigt und lächelt, was nicht da ist. Ja? Oder für uns nicht da ist. Nicht da ist, ist ja, stimmt ja gar nicht. Und mit der Zeit geht das verloren und natürlich hat der eine oder andere mehr oder weniger Filter jetzt darüber und auch einfach mehr oder weniger Interesse. Ja. Und jetzt in Bezug auf deinen Beruf, was ich super spannend finde, als Ärztin, hast du gemerkt, dass sich für dich was verändert hat mit den Werkzeugen und dem Facilitieren von Entities? Jein. Also insgesamt mit Access Consciousness und meinem Beruf hat es mir meinen Beruf sehr, sehr, sehr viel leichter gemacht. Ich habe da sehr mit gehadert. Insgesamt ist es viel, viel leichter geworden und ich arbeite auf der Intensivstation und da sind natürlich viele Entitäten verstorbener, aber auch ach ja, da ist so alles Mögliche. Alles Mögliche, was da nicht unbedingt sichtbar ist, was aber auch zum Teil die Patienten beeinflusst. Wenn wir jetzt mal über dieses Delir zum Beispiel sprechen, wo jemand nicht genau weiß, wo er ist, wann er ist, wer er ist sozusagen. Und da hilft es tatsächlich schon mal ganz, also man muss die auch nicht laut aussprechen, sondern einfach im Kopf diese Entitäten-Clearings zu machen. Und dann ist es, man muss da ein bisschen dranbleiben. Es funktioniert auch nicht immer bei jedem. Aber es gibt tatsächlich Patienten, die dann innerhalb von kürzester Zeit wieder da waren und gesagt haben, okay, also irgendwie habe ich gerade einen Trip gefahren. Also die erzählen das anders. Aber einfach dieses Anerkennen, dass es das da auch gibt und Menschen und Körper beeinflusst, das macht den Job dann schon noch mal spannender tatsächlich. Ja, seitdem wir über Entitäten sprechen, funktioniert mein Internet hier nicht. Lüft dein Internet aus. Geht mit dir und allen anderen kurz wandern, damit wir wieder besseres Internet haben. Okay, cool. Und wir haben jetzt das Thema Körper, Fluch oder Segen. Ja. Was hat es, kannst du da irgendwas in Bezug, wenn wir gerade noch bei Entitäten sind, so Körper und Entitäten, was, wie gibt es da die Verbindung, abgesehen davon, dass wir ein haben? Du bist jetzt gerade wieder abgebrochen, aber ich erzähle einfach mal das, was ich denke, was du gefragt hast. Also auch unsere Körper nehmen ja Dinge wahr, die nicht physisch um uns rum sind. Und da sind viele Dinge ja tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. Mehrere Frauen in einem Haushalt tendieren dazu, zeitgleich ihre Periode zu bekommen. Partner tendieren tatsächlich dazu, nachts einen gleichen Herzschlag anzunehmen, also gleiche Herzschlagfrequenz und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz viele Dinge, die passieren, ohne dass wir im Kopf oder physisch oder willentlich das irgendwie beeinflussen. Also unsere Körper sind auch unglaublich wahrnehmende Wesen und bestehen ja, das ist jetzt, da ist die Wissenschaft dran, was ich auch sehr spannend finde, eben nicht nur aus dem physischen Körper, sondern wir haben ja auch noch diese feinstofflichen Körper, die über uns, unseren Körper herausgehen und auch da ist ja viel Wahrnehmung. Das wissen die Kampfsportler zum Beispiel, die wissen genau, wann von hinten sich wo jemand nähert, ohne dass sie mit verbundenen Augen, das gibt es ja auch alles. Wir tun das immer so ab, als sei das für bestimmte Leute oder man muss lange trainieren und so weiter. Aber die Körper machen das. Körper sind wahrnehmende Wesen, physisch und nicht physisch. Also gibt es eben viele Dinge, die Körper wahrnehmen und auch übernehmen. Wenn zum Beispiel Oma Elfriede, hieß sie, glaube ich, ne? Eine bestimmte Energie mit sich bringt und die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit haben möchte und Oma Elfriede hatte Migräne, dann ist es absolut möglich, dass dein Körper dir mitteilen möchte, sie ist da, dadurch, dass du ständig Migräne hast.
ein Beispiel. Oder eben andere körperliche Symptome, die nicht unbedingt auf körperlicher Ebene ihren Ursprung haben müssen. Du kannst sie wahrscheinlich mit einer Tablette kurieren. Davon wird aber weder Oma Elfriede weggehen, noch die Ursache der Kopfschmerzen. Ja, ja, und da gibt es eben super viele Beispiele in dem Rahmen, wie Körper uns helfen können. In Access sagen wir ja facilitieren, was ja ein leichter machen ist. Also sie wollen uns eigentlich das Leben leichter machen und sagen, hey, Oma ist A noch da und B möchte sie was von dir und C, wenn du dich damit beschäftigst und nicht die Augen zumachst, dann können die Kopfschmerzen vielleicht weggehen. Okay, was sehr spannend ist, dass also man tendiert wohl dazu mit dem Wahrnehmen, dass man dann doch den Körper eher als Fluch ansehen würde, oder? Ja, absolut. Absolut, genau. Die Schmerzen hier, die Schmerzen da, warum tut mir das weh? Und dann gehen wir auf körperlicher Ebene auf die Suche. Und oft ist es ja dann so, dass wir auch sagen, ich würde ja machen, aber mir tut das weh. Mein Körper lässt mich nicht. Oder auch, mein Körper ist zu dick, zu groß, zu klein, zu irgendwas. Also wir nehmen ihn ganz, ganz oft viel, viel mehr als Fluch wahr, in vielen Fällen, als dass er wirklich, ihn wirklich als das mit wahrzunehmen, was er ist, nämlich ein unheimliches Sinnesorgan, nicht nur mit den 5 Sinnen, sondern auch noch darüber hinaus. Hast du selber persönlich eine Geschichte, wo du uns erzählen kannst, wo du was als Fluch wahrgenommen hast mit deinem Körper, was du verändern konntest durch die Werkzeuge? Ich weiß noch nicht, ob es sich mega, mega verändert hat, körperlich, weil es schon sehr massiv war. Aber ich erzähle jetzt einmal, ist jetzt so gerade so ein bisschen, soll ich das erzählen oder soll ich das nicht erzählen? Also tatsächlich hatte ich, vor einiger Zeit hatte ich einen Knoten in der Brust. Nicht weggegangen. Und wir kommunizieren ja mit dem Körper in Access auch. Also ist das was Bösartiges? Nein. Okay, gut. Jetzt bin ich aber natürlich trotzdem Ärztin. Knoten in der Brust als Ärztin. Ja, gut. Also lassen wir den mal biopsieren. Ist nichts Schlimmes. Gut. Körper hast du gewusst. Vielen Dank dafür. Habe ich nicht geglaubt, aber gut. Naja, schlussendlich hat es sich jetzt über eine Zeit lang hingetan. Ich habe den tatsächlich rausnehmen lassen, weil es sich irgendwann leicht angefühlt hat. Genau an der Stelle, an derselben Stelle, ist jetzt wieder ein Knoten. Selbe Stelle. Sag mal, aber sofort, ne? Also das war jetzt, der ist quasi nie weggegangen. Der ist wegoperiert worden, ist aber quasi nicht weggegangen. Ich sagte, das ist ja, hallo, was ist denn hier los? Und jetzt war gerade ein Talk to the Entities fortgeschrittenen Kurs. Und der war online und das Schöne bei Online-Trainings ist, dass man danach ja ein bisschen Zeit für sich hat. Also bin ich auch damit so ein bisschen geblieben und habe tatsächlich ein nicht geborenes Kind wahrgenommen von einem sehr, sehr engen Freund von mir. Und dann wollte ich es erstmal nicht wahrhaben. Es ist ja so, wenn es einen selber betrifft, ist es immer noch mal was anderes, als wenn man jemanden facilitiert. Habe dann eine Übung mit jemandem zusammen gemacht und gesagt, doch, ja. Also nicht doch, aber wir sind dann so darauf gekommen. Wir haben dann mit ihm kommuniziert und ihn auch entlassen. Und es war die ganze Zeit ein mega Gänsehautgefühl, dass ich auch gewusst habe, okay, das ist jetzt nichts. Ne? Der naturwissenschaftliche Verstand ist halt auch da, ja, der dann immer wieder sagt, ist schon klar. Und der Körper, der aber sagt, jo, ja, da, ja, bist du auf der richtigen Spur. Und ich merke es jetzt auch wieder. Also es tut sich tatsächlich auch physisch was. Den Freund habe ich auch nochmal angesprochen, der mir ein bisschen was auch noch erzählt hat. Und ich merke es jetzt gerade nochmal, es tut sich physisch was in meinem Körper. Also das ist im Moment so für mich mit einer der krassesten und auch eben eine ganz, ganz aktuelle Geschichte, wo ich einfach merke, irgendwas hat mein Körper da absolut mir mitteilen wollen. Ich habe es überhaupt nicht hören wollen. Und
sie ist aber dran geblieben. Also mein Körper ist einfach dran geblieben und gesagt, ja, ist ja schön, dass du dich operieren lässt, aber du hast den Sinn noch nicht verstanden. Und das Ganze war sehr, sehr emotional natürlich, auch sehr rührend, auch, ja, also das hat mich im Moment sehr fasziniert und nochmal mehr dazu gebracht zu sagen, das ist einfach, es gibt, es existiert und was braucht es, dass noch mehr Leute da auch mit dieser Leichtigkeit, es war sehr berührend und sehr emotional, aber eben nicht signifikant, nicht schwer. Wir mussten keine Rituale machen. Er wollte im Prinzip einfach nur noch mal sagen, hey, ich bin da. Und ich wäre jetzt tatsächlich in der Pubertät gewesen, so hat er sich auch dargestellt. Und das war's eigentlich. Und dann wollte er gehen. Und das ist so mit das, was mir am meisten fasziniert, die Einfachheit davon. Also fast so ein bisschen, auch wenn wir ins Tierreich schauen, gell? Wie einfach haben die das mit solchen Geschichten? Wilde Tiere, nicht domestizierte Tiere. Wir haben ja auch gern unsere Ansichten. Ja, ja, genau. Meine Katze hört nicht auf zu fressen, wenn sie satt ist. Nicole, vielen lieben Dank, dass du das mit uns teilst, die Geschichte gerade. Das ist eine wahnsinnig Wow-Energie. So cool. Und es bedarf auch einiges an Verletzlichkeit, sowas zu teilen. Sehr cool. Ja, danke. Ja, und vor allem, jetzt diese Geschichte, finde ich, bringt es sehr schön rüber mit dem etwas, wo quasi der Körper ja als Fluch eher wahrgenommen wird und wie du es in die Energie mit reinbringst mit dem Segen. Ja, ja. So cool. Kannst du noch ein bisschen was über den Körper, mit dem zu kommunizieren? Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, der Körper teilt uns was mit. Kannst du da noch ein bisschen was drüber sagen? Mhm. Ja, also in unserer Welt ist es ja eher so, dass wir sagen, ich habe einen Körper, mein Körper gehört mir und er hat gefälligst zu tun, was ich von ihm will. Ja? Es gibt so ein paar Dinge, die muss ich vielleicht als gegeben hinnehmen, meine Körpergröße oder so. Aber ansonsten kann ich den dick machen, dünn machen, ich kann den trainieren und ich möchte am liebsten so aussehen wie. Und dann wird der Körper natürlich auch ganz schnell zum Fluch und wir tendieren dazu zu überhören, was denn der Körper eigentlich möchte. Vielleicht hat der Körper ja auch eine Idee der Form, die er haben möchte, zum Beispiel. Oder wie er sich bewegen möchte. Und da haben wir bei Access Consciousness eben auch super tolle Werkzeuge und schöne Körperprozesse und eben die Kommunikationsmethode, die im Prinzip entliehen ist oder angelehnt ist an die Kinesiologie. Ich bin jetzt nicht ganz vertraut, muss ich sagen, mit der kinesiologischen Lehre, aber auch die machen ja eben so Muskeltests. Ja, also wenn etwas für dich nicht gut ist, wenn du allergisch auf was reagierst, wird dein Körper, dein Energiesystem schwächer und wir kennen das alle mit dem Arm oder mit dem Finger, dann kann man den ganz leicht runterdrücken. Und so sagen wir, wenn etwas für deinen Körper wahr ist, dann geht die Energie so ein bisschen auf im Sinne von stärkere Muskel, Vitalität und wenn etwas für dich eine Lüge ist oder für deinen Körper, wird es eher schwer im Sinne von die Energie geht weg, es zieht sich zusammen. Und das so ein bisschen zu üben und dann immer wieder die Kommunikation mit dem Körper erstmal anzufragen, fangen und zu fragen, okay, was möchtest du denn heute essen? Möchtest du wirklich die 500 Milliliter Eis jetzt essen, von der ich behaupte, dass du sie essen willst, weil ich nächste Woche meine Tage bekomme? Oder möchtest du das vielleicht nicht tun? Und da dann aber auch wirklich ehrlich zu uns zu sein, ne? Und zu schauen und dem dann anzufangen zu folgen, zu sagen, ah, okay, ja, tatsächlich habe ich gerade Lust auf ein Gemisch aus Sahne und Zucker, aber vielleicht doch nicht die 500 Milliliter. Und da ist das jetzt mit Nahrungsaufnahme ein Beispiel, aber auch mit allem anderen. Mit wem möchte ich mich treffen? Möchte ich rausgehen? Möchte ich joggen? Möchte ich Yoga machen? Möchte ich auf dem Sofa sitzen? Möchte ich schwimmen? Was möchte mein Körper? Und da eben in die Kommunikation und somit auch in diese Verbundenheit reinzugehen.
wo dann eben Veränderungen tatsächlich auch möglich sind. Vielleicht nicht unbedingt von jetzt auf gleich. Wie gesagt, ich habe etwas länger gebraucht, das zu verstehen, was mein Körper mir sagen wollte. Und es ist noch ein Prozess. Aber jetzt bin ich halt umso dankbarer dafür. Und wenn du jetzt mit dem Körper auf diese Art kommunizierst, also ich merke das schon schnell, das Wertesystem kommt, also das Eis ist quasi ungesund. Das heißt, der Körper möchte ja auf jeden Fall lieber die Selleriestange. Absolut. Muss er ja. Genau. Natürlich. Ja, Sport machen und nicht auf dem Sofa sitzen. Ja. Wie ist es dann mit diesen Wertesystemen? Was hat das, also will der Körper dieses ganze Gesunde, was man uns so verkauft, alles, das muss ich machen und das Ungesunde nicht? Also ich glaube tatsächlich, da gibt es viel, was wir selber da noch rausfinden müssen. Es gibt mit Sicherheit Faktoren, die uns beeinflussen und auch das, was der Körper sagt, was er gerne hätte. Da geht es sicherlich los im Mikrobiom des Darms, ja, also die Bakterien, welche hast du da, was bevorzugen die auch? Das sind ja auch kleine Entitäten. Ja? Also immer wieder mal mit den Entitäten sprechen. Möchtest du die haben oder möchtest du andere haben? Da musst du vielleicht dann mal eine Weile der Boss sein und tatsächlich was ändern. Aber es ist ja ganz oft wirklich dieses Wertesystem und diese interessanten Ansichten, die uns davon abhalten, das zu machen, was dem Körper wirklich gut geht. Und wenn man Menschen beobachtet, die das gut können und auch Kinder, die man ganz, ganz in Ruhe lässt und sagt, ja, wenn du möchtest, dann iss, was du möchtest. Die essen eine Kugel Eis, fertig. Und dann Obst und Gemüse. Und Kindern, denen man immer sagt, nee, das ist falsch, das ist ungesund, die werden sich an Eis überfressen wahrscheinlich eher, ne? Weil die schon diese Energie da drauf haben. Und wer weiß, was Körper manchmal an Sahne und Zucker vielleicht ist das Gemisch. Wir wissen es ja auch nicht. Ja? Da sind so viele biochemische Vorgänge, die da stattfinden. Oder einfach in dem Moment das Serotonin im Hirn, was er gerne hätte und sagt, jetzt möchte ich aber mal glücklich sein, einfach so, gib mir die Droge. Und da finde ich, ist es bei Access eher, finde ich, außergewöhnlich, dass man eben wirklich sagt, okay, und wenn ich jetzt eine Meinung dazu habe, was es heißt, 500 Milliliter Eis zu essen, haben wir ja das Clearing Statement, alles, was das für mich hochbringt, eben dieses Right, Wrong, Good, Bad, Pop, Pock, Online, Schutz, Boys and Beyond, muss man oft, oder ich auch, immer wieder dranbleiben, immer wieder schauen, was ist es denn, was dahinter steckt. Vielleicht ist das Eis doch was anderes als jetzt nur mal 2, 3 Kugeln. Ja, aber eben nicht per se zu sagen, das Essen ist ungesund, das Essen ist gesund, sondern was will der Körper tatsächlich? Was macht ihm Freude? Und kennt wahrscheinlich jeder, okay, wenn man mitkriegt, der Körper möchte jetzt zum Beispiel raus und die Bewegung gehen und man selber möchte nicht. Mhm. Was für Tipps hast du an der Stelle? Ja, also ich hasse das Wort ja, wenn jemand anders das sagt. Also der hasst es ein bisschen viel. Aber da ist tatsächlich, welche Wahl triffst du dann in dem Moment? Also A, was, wenn es nicht schlimm ist, auch wenn du nicht das machst, von dem du meinst, dass dein Körper das jetzt gerade will, was, wenn auch das vollkommen in Ordnung ist. Das heißt ja auch nicht, dass dein Körper jetzt plötzlich der Chef ist. Ja, also viele machen das ja, mein Körper möchte jetzt aber dies, jetzt möchte mein Körper aber das. Das soll es ja auch nicht sein, sondern es soll eben eine Verbundenheit sein. Also wäre die Frage A, gut, vielleicht sagst du, ich bleibe einfach auf dem Sofa oder du könntest auch sagen, okay, Körper, vom Kopf her bin ich gerade zu müde, ich schaff's nicht, aber wir machen jetzt mal eine halbe Stunde hier eine Pause, dann gehen wir später was raus. Also so eine, wirklich auch wieder diese Verbundenheit, so ein Bündnis, einen Kompromiss zu schließen. Und was ich tatsächlich sehr, 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 sehr oft feststelle, dass doch in solchen Belangen mein Körper ein bisschen schlauer ist als ich, denn wenn ich es dann mache, trotz des inneren Schweinehunds, es mir hinterher viel, 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 viel besser geht. Also haben wir da wieder die Wahl. Und was, wenn keine Wahl, die wir dann treffen, schlimm wäre oder falsch oder schlecht oder dazu führt, dass plötzlich der Körper ist auch niemals böse. Das finde ich auch dieses Faszinierende, ne? Wo wir immer denken, jetzt habe ich jahrelang Alkohol getrunken, Fast Food gegessen,
zu viel gearbeitet, zu wenig geschlafen. Mein Körper muss ja böse auf mich sein. Der redet jetzt bestimmt nicht mit mir. Und wenn dann gerade solche Leute anfangen, mit dem Körper zu reden und der Körper nur sagt, hi, schön, dass du endlich auch da bist. Das ist so genial. Unser Körper ist für uns da, egal was. Egal wie oft wir doch das machen, was vielleicht in dem Moment nicht so leicht ist. Sehr schön. Mhm. Ha. Ich freue mich gerade, dass ich einen habe. Ja, ja. Und das ist eben auch, Entschuldigung, ja, ohne deine nächste Frage, weil das finde ich so faszinierend, mit dem Mischmasch von Talk to the Entities und und diesen Körperwerkzeugen und auch körperlich zu arbeiten. Es gibt tatsächlich so viele, 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 viele Entitäten, die auch noch um uns rumhängen, weil sie gerne selber einen Körper hätten. Weil sie sagen, es ist ganz egal, dass der deiner Meinung nach 10 Kilo zu viel hat, aber der spürt die Schuhe, der spürt den Boden, der spürt den Wind, der kann essen, der kann schmecken, der kann sich die 10 Kilo nochmal 10 Kilo anessen oder halt auch nicht. Und das können wir mit Körpern, das können eben Geistwesen ohne Körper nicht. Und da gibt es unglaublich viele, die hier sind und da noch mit uns sozusagen die Körperlichkeit genießen wollen. Und ich finde, wenn man das mal so, das kriege ich immer wieder mal so in Schüben, wo mir das klar wird. Ich denke, krass, und ich habe einen Körper. Das ist irgendwie wie so ein, auch wenn der hier wehtut und da zwickt und hier und da und dort, aber es ist trotzdem ein Sechser im Lotto und noch mehr. Das ist mal eine ganz andere Sicht auf den Körper, als das, was wir, mit was wir aufwachsen, was unsere Gesellschaft mit Körpern macht. Absolut, genau. Wir haben jetzt eine halbe Stunde schon von der Nicole was gehört. Gibt es denn Fragen soweit? Möchte jemand was von der Frau Dr. Hurter über Körper oder irgendwas anderes wissen? Oder über was anderes. Sonst stelle ich gern weiter Fragen. Oder ihr könnt es in den Chat schreiben. Gerne genau. Auch. Ihr könnt auch, wenn wir weiterreden, wenn uns irgendwas hochploppt, bitte fühlt euch frei, jederzeit euch aufzuschalten oder zu schreiben. Gut, wenn soweit keine Frage da ist, wenn wir jetzt gerade bei den Entitäten nochmal waren, dass die Körper haben möchten, heißt das, wenn, oder was heißt das? Also wenn ich jetzt sterbe, dann ist er weg? Ist er weg, dein Körper? Dann geiste ich an einem anderen Körper rum, oder was ist da los? Das ist auch, finde ich, also es ist für viele schwierig und ich finde es bei Access so genial, es gibt halt kein, dann ist auf jeden Fall. Also es ist ja weder eine Religion noch eine Sekte noch sonst irgendwas, in welche Schublade das auch gerne geschreckt wird. Ja. Das gibt es eben nicht. Es gibt keinen, dann wirst du auf jeden Fall ein Geist. Oder wenn du ganz viel Poll und Pock gesagt hast, kommst du in den Access-Himmel oder so. wen dazu bringt, hier zu bleiben und nicht sich zu verändern, was auch immer verändern bedeutet, oder vielleicht sogar in einen neuen Körper hineinzugehen, sozusagen. Wer weiß. Also da suchen wir auch tatsächlich keine Antwort und das finde ich irgendwie das Schöne. Und ich finde es sehr, sehr schön für mich und für mich ist das eben leicht, wenn wir dieses leicht und schwer anwenden, dass ich im Leben und auch im Tod die Wahl habe. Also dass ich, wenn ich gestorben bin, glaube ich, da glaube ich, ist irgendwie auch, hört sich so komisch an, ne? Also für mich habe ich dann eben auch die Wahl. Bleibe ich hier vielleicht auch noch um meinen Lieben drumherum und partizipiere einfach auch noch ein bisschen in dieser Welt der Menschen oder der physischen Wesen oder wende ich mich was anderem zu? Also mit anderen Worten, so richtig kann man deine Frage nicht beantworten oder würde ich nicht wollen, weil es, glaube ich, auch wieder für jeden
individuell anders ist. Ich glaube, da gibt es so viele Entscheidungen, wie es Wesen gibt oder Körper gibt, die sterben. Aber es ist ja cool, weil so hat man einfach nochmal so eine weitere Möglichkeit, die du ja jetzt geboten hast. So, jetzt hatte ich gerade eine Frage, jetzt ist sie weg. Tada! Moment. Ich wollte sie unbedingt stellen, deswegen ist sie jetzt weg. Pock, pock. machen wir mal anders weiter. Mit dem Körper. Du hast vorhin erzählt, es gibt verschiedene Körperprozesse und Möglichkeiten. Gibt es irgendein Werkzeug, was du mega cool findest mit dem Körper, abgesehen von dem, mit ihm ins Gespräch zu gehen, mit dem leicht schwer? Das, also die Körperprozesse sind natürlich auch genial. Es gibt in Access noch eine Modalität, noch so eine Sparte sozusagen, die sich Essay nennt. Die energetische strukturelle Synthese, weißt du nochmal die Abkürzung? Structural. Synthesis of Embodiment. Oh Gott! Also energetische, strukturelle Synthese der Verkörperung. Muss keiner verstehen. Die Worte muss keiner verstehen. Haben schlussendlich auch nichts damit zu tun. Ich glaube, man braucht da einen Namen. Und das ist eine Art Faszienarbeit gekoppelt mit diesen Körperprozessen. Und da ich ja gerade noch in der Ausbildung zur Osteopathin auch bin, also ich möchte tatsächlich viel mehr in die Körperarbeitsrichtung, also physische Berührungskörperarbeitsrichtung, passt das sehr, sehr gut zusammen. Also in Essay geht es auch wieder darum, dass der Körper dir zeigt, wie in der Osteopathie eigentlich auch. Der Körper zeigt dir, wo er gerne von dir hätte, dass du ihn behandelst und berührst und auch, wie tief du ihn berührst. Also das ist tatsächlich eine Methode, die eben nicht nur die Hände auflegt, wie bei den Körperprozessen, wenn wir das machen, oder wenn jemand die Bars kriegt, dann hält man ja Punkte für eine bestimmte Zeit und wechselt die dann, aber man bewegt sich im Prinzip nicht. Bei Esse geht man schon ein bisschen mehr in die Dynamik rein, also es ist keine Massagetechnik, aber man ist schon an den Faszien dran des Körpers und folgt eben dem, wo der Körper einem zeigt, dort hätte ich dich gerne hin. Und da löst sich eben auch unheimlich viel auf an alten Verspannungen und so weiter. Und das ist eben, wie ich finde, der Osteopathie sehr ähnlich, wo man eben auch hingeht und sagt, es ist sehr schön, dass du Schulterschmerzen hast, aber ich frage jetzt mal deinen Körper ohne deinen Kopf, wo die denn wohl herkommen. Und dann behandle ich vielleicht den Fuß, das Becken, die Halswirbelsäule oder was auch immer da die Ursache für ist. Und Körper lieben Essay. Ganz ja. Besonders von der Nicole. Ich bin schon an den Genuss gekommen und ich würde mich freuen, da wieder. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sehr cool. Ach ja, vorhin, als wir noch bei den Entitäten waren, was ich so spannend fand, jetzt was ich rausgehört habe, ist, dass sehr stark, was du ganz am Anfang schon über Access gesagt hast, dass es darum geht, dass wir Ansichten haben über bestimmte Dinge. Mhm. Und dass wenn wir quasi sterben und jetzt also unseren Körper verlassen und dann hier abhängen, dann wirkt es ja so, wenn jetzt nicht unser Körper das Problem ist, wenn wir unsere Ansichten dann mitnehmen. Mhm. Genau. Das nein. Heißt, oh nein. Oh nein. Stirb also noch nicht. Du musst Ansichten das loslassen. Das finde ich super spannend, weil ich merke schon, dass es sehr stark dieses, unser Körper ist das Problem. Und wenn mein Körper das und das, dann wäre. Ja, ja. Genau. Und was, wenn das nicht so ist? Sondern wenn unsere richtig, falsch, das muss so sein, das darf nicht so sein, das in Anführungszeichen eigentliche Problem oder der die Verursacher ist von dem, was ich meine, was an meinem Körper nicht okay ist. Und was wäre, vielleicht kann man jeder, der jetzt zuhört, einfach sich mal in seinen Körper rein entspannen und den Körper fragen. So, was wäre denn, wenn ich keine Ansichten über irgendwas, was den Körper betrifft, hätte? Jetzt in einem geschützten Raum, wenn ich einfach gar keine Ansichten darüber hätte. Welche Größe,
Welches Gewicht, welche Haarfarbe, welche Augen, welcher Hauttyp, welchen Stoffwechsel? Welche chronischen Bedingungen? Ob ich Kleidung trage oder keine Kleidung trage und welche Kleidung, wenn? Wenn ich da gar keine Ansicht drüber hätte, wie würde sich mein Körper melden? Und wie viel stünde mir im Leben offen? Welche Wahlmöglichkeiten hätte ich dann? Denn es heißt jetzt ja nicht unbedingt, nur weil ich Pott und Pock sage und vielleicht ein, zwei Meinungen loswerde, dass mein Körper seinen Diabetes los wird, den er seit kleinem Kind hat. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber was, wenn nicht? Wenn ich aber jetzt keine Riesenmeinung darüber habe, dass ich meinen Zuckerhaushalt mit Zucker auffülle, sondern lieber Fruchtzucker nehme und das auch abgezählt oder dass ich unbedingt Insulin spritzen muss oder eben das unbedingt nicht haben muss und so weiter und so. Alles, was da auch die, auch wir Schulmediziner mit dazu beitragen, was da zum Beispiel richtig oder falsch ist. Was, wenn auch da eine Kommunikation mit dem Körper notwendig ist? Mein Körper sagt notwendig. Was ich meinte, war möglich ist. Ja, wenn auch da, es gibt tatsächlich so einige, die nach und nach auch über Access und das Benutzen der Werkzeuge und die Bars und so weiter einfach viel weniger Insulin gebraucht haben. Tatsächlich. Okay, und was, wenn du keine Ansicht darüber hast, Insulin zu brauchen, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn du vielleicht noch x Einheiten dir geben musst am Tag. Also ich finde so das ganz spannend, dass wir extrem schnell dazu tendieren zu sagen, wenn das funktioniert, dann muss mein Körper jetzt sofort auch, weiß nicht, in den ewigen Jungbrunnen gefallen sein, ja, und aussehen wie Cindy Crawford, kommt mir gerade, keine Ahnung, ja. Aber was, wenn das das gar nicht ist? Und wenn wir wirklich keine Meinung hätten, wäre das dann noch wichtig? Es hört sich sehr pragmatisch an. Gefällt ja. Das ist ja das Schöne an den Access-Werkzeugen, dass sie wirklich pragmatisch und praktikabel sind. Und natürlich muss man ein bisschen dranbleiben. Jetzt waren es wieder zwei. Das ist wie, wenn du so Übungen machst und dann space ich ab. Also wenn es jetzt meine Ansichten sind, dann okay, dann geht es um eine Wahl. Was wähle ich jetzt in dem Fall? Bleibe ich auf dem Sofa, gehe ich in Bewegung oder mache ich irgendwas dazwischen? Oder beides. Wenn es jetzt allerdings wirklich physische Schmerzen sind, so was für eine Idee hast du denn dann? Weil dann ist es ja einfach, also jeder, der physisch schon mal Schmerzen hatte, hat ja einen extrem diesen Leidensdruck und dieses... Nee, also ganz ehrlich, ich glaube, das wäre extrem individuell auf das... ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so individuell, wie jeder Mensch das ist. Also was, wenn wir jetzt mal rein bei Access bleiben, wäre es durchaus möglich, dass der Körper dreimal gesagt hat, hallo, ich möchte dich auf was aufmerksam machen oder vielleicht auch eine Entität von außen und du hast es nicht wahrgenommen und dann wird dieses Hallo zu einem ich meine das ernst und zu ich meine das wirklich ernst und du verstehst es nicht anders, jetzt muss ich dir Schmerzen bereiten. Und in solchen Fällen wäre es natürlich absolut möglich und das, ich meine, du bist auch in jeglichen oder in vielen Access-Kursen, gleichzeitig. Das haben wir alle schon gesehen, dass jemand sagt, ich habe seit x Jahren die und die Schmerzen und jemand anders arbeitet mit dem oder derjenigen und das geht weg. Die Schmerzen sind dann entweder viel, viel weniger oder weg. Das ist absolut möglich. Und was, wenn auch das kein Muss ist?
damit, wenn es funktioniert. Ja? Du kannst dir etwas ja vielleicht gewahr werden, aber vielleicht ist das auch was, wo mehrere Sachen aufeinander kommen. Nicht nur, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, ja, nicht nur Oma Elfriede, die da rumhängt, sondern das ist noch gepaart wirklich mit Stress auf der Arbeit, Stress mit den Kindern und so weiter und so fort. Und das ist einfach die Stelle, wo es sich bei dir zeigt. Dann bedarf es vermutlich ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Zeit, das Ganze einfach aufzulösen. Und was, wenn in der Zeit, bis du verstehst, was dein Körper dir sagen möchte und du das findest, was es aufzulösen gilt, du einfach eine Schmerztablette nimmst. Weil das ist ja auch ganz oft. Ne? Wir sind ja auch in so einer Welt, da sind viele Menschen auch in vielen esoterischen Kreisen unterwegs, die ich auch sehr mag und schätze. Da war ich auch sehr, sehr lange unterwegs. Die waren mir oft aber eben zu bewertend. Du darfst auf gar keinen Fall irgendwas Schulmedizinisches nehmen. Wenn dann irgendwas Homöopathisches, sage ich, ja, das ist ja fein, aber so super gut wirkt Homöopathie bei mir leider nicht. Was soll ich machen? Und dann wird man dafür ja auch schnell mal falsch gemacht. Aber was, wenn es in Ordnung ist, erstmal zu sagen, ich beschäftige mich mit dir oder auch jetzt gerade nicht, weil ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich brauche jetzt aber erstmal Schmerzfreiheit, wenn dann eine Schmerztablette in Ordnung ist. Ja, das, was du jetzt erzählt hast, wäre auch einfach tatsächlich in die Frage zu gehen. Wenn es nicht um Wertesystem geht, ja, sondern dass wir wirklich alles in Betracht ziehen, kann es ja auch sein, dass der Körper diese OP oder dieses Medikament haben möchte. Absolut, absolut. Ja, wenn dein Blinddarm entzündet ist, kannst du es natürlich mal einen Tag lang versuchen mit was anderem, aber ich würde doch empfehlen, den vielleicht bevor er Platz rausoperieren zu lassen. Die Mama hat vorhin, jetzt ist sie zwar da, aber sie hat vorher mal gleich mal noch eine Frage für dich mitgegeben, falls ihr nicht noch ein paar andere Sachen hier managen im Hotel. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, mit Körpern alles zu wählen, was würdest du dann wählen, Nicole? Oh. Das. Ja, in Bezug auf? Was immer. Außer also, sie haben einen Bezug, das weiß ich nicht. Also so ganz blind rein würd ich sagen, was mich und ich weiß auch meinen Körper, weil der macht das nämlich auch sehr, sehr gerne, wirklich glücklich machen würde, ist anderen Menschen und anderen Körpern noch mehr diese Werkzeuge nahezubringen. Und Körperarbeit auch wirklich zu praktizieren, zu machen. Nicht nur, weil Körper ein Problem haben, was man lösen möchte, wenn wir jetzt beim Arzt sein oder auch beim Osteopath sein bleiben, sondern weil Körper es einfach auch lieben, berührt zu werden. Und allein das, ja, bei den Bars zum Beispiel alleine, aber auch bei den Körperprozessen und gerade bei Essay. Essay hat ja auch so eine ganz wärmende Energie irgendwie, wo einfach die Körper sich aufgehoben fühlen. Und ich glaube, ich würde den Körpern gerne das mehr mitgeben, damit wir mehr wieder zusammen kreieren können. Das hört sich sehr schön an. Ja. Was ist da möglich? Ja. Darf ich da mal ganz kurz was sagen, Nicole? Bitte. Also zum einen, wir haben schon mal zusammen was mit Körpern gemacht. Und ich hätte auch wieder Lust, mit dir was zu machen mit Körpern. Sehr gerne, ich auch. Und das andere ist, weißt du eigentlich, wie viel du da schon Beitrag bist für so viele Leute? Fällt einem selber oft nicht so auf, gell? Vor allem, wenn ich dich über Körper sprechen höre und auch wenn du auch von Notfallmedizin sprichst. Das ist so viel wärmender als das, was ich bisher je gehört habe. Wollte ich jetzt einfach mal kurz einwerfen. Dankeschön. Danke auch. Du hast vorher nur ganz kurz die Osteopathie angeschnitten. Was machst du denn alles? Wenn man jetzt mal nicht nur von Access. Was
Ja, also außer halt Ärztin, ne? Nebenbei. Nebenbei bin ich ein bisschen Ärztin, genau. Auf der Intensivstation und eben auch, wie die Ingrid schon sagte, ein bisschen Notfallmedizin nebenher. Die Osteopathie-Ausbildung und ein bisschen Access. Ja. Genau. Bisschen. Okay, cool. Und Das dann. heißt, irgendwann kann man bei dir auch Osteopathie-Sitzungen buchen. Genau. Und Esse-Sitzungen gehen auch schon. Esse-Sitzungen gehen definitiv schon. Natürlich ist auch immer, ne, egal was man ja so macht, man fängt natürlich irgendwann an, Dinge zu vermischen. Oder was heißt man fängt, ich glaube, das ist ganz automatisch, ja, wenn man so in der Faszienarbeit ist und die Osteopathie ist ja, wie gesagt, in vielen Dingen ähnlich tatsächlich. Es sind auch von Esse tatsächlich Techniken aus der Osteopathie und aus dem Rolfing mit dabei. Sodass sich das sowieso schon vermischt, auch mit den Osteopathietechniken. Und so richtig schimpfen darf ich mich als Osteopath dann hoffentlich nächstes Jahr. Sehr cool. Das heißt, also wenn man mit was auch immer kommt, ist man bei dir in guten Händen, dass du einfach Absolut, anwendest, mit was auch was der immer. Körper gerne hätte. Ja, das auf jeden Oder wenn Fall. man einfach sich ein bisschen nursen lassen will von der Nicole. Das, ja, das immer sehr gerne. Genau. Sehr cool. So zum Abschluss, kannst du noch irgendwas dazu sagen, was dich bei Access extrem begeistert? Oder was gibt es da irgendwas, was so Ja, im also Kopf macht? was mich eben, wir haben ja schon über viel gesprochen, was mich aber tatsächlich am Anfang gecasht hat und das muss ich ehrlich sagen, begeistert mich immer noch am allermeisten und ist auch das, was am meisten Angst einjagt vielen Leuten, ist diese, wie sagt man das auf Deutsch, der Untertitel, Menschen zu ermächtigen, zu wissen, dass sie wissen. Das ist wirklich was. Was ich woanders noch nicht so festgestellt oder wahrgenommen habe. Also, dass wenn wir jetzt miteinander arbeiten, ich dir eben nicht erzähle, dass deine Oma da hinter dir steht, sondern wir würden Fragen stellen und wirklich nach deinem Gewahrsein gehen. Also, was ist für dich richtig, was ist für dich falsch? Denn jeder, der in dem Körper ist oder auch außerhalb davon, hat noch seine Filter, seine eigenen Ansichten. Vielleicht hätte ich gerne was für dich, was du nicht gerne für dich hättest oder und so weiter. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass der andere für sich seine Wahlmöglichkeiten erkennt und auch zu erkennen, dass er derjenige oder diejenige im Leben ist, die was ändern kann, wirklich, die was loslassen kann oder halt auch nicht. Und das finde ich so genial. Dieses Du hast immer und zu jeder Zeit deine Wahl. Und das ist vollkommen in Ordnung, was das ist. Also dieses Ermächtigen und die Allowance. Das ist auch ein unglaublich starker Raum, diese Erlaubnis. Wenn man mit Körpern arbeitet zum Beispiel und kann in diesen Raum, das ist wirklich ein energetischer Raum, in diese Erlaubnis reingehen, auch dem Körper zu sagen, hey, ich bin einfach da. Einfach da. Und du kannst dich verkrampfen, du kannst jetzt Schmerzen haben. Wir schalten da oben den mal kurz aus, den Kopf. Das ist der Hammer, was sich da verändert. Ja. Wow. Was auch super schön nochmal zu dem Thema, wo wir drüber gesprochen haben, mit den Körpern passt. Dass du mit deinem Körper in Erlaubnis bist und dass du die Wahl hast, über deinen Körper zu wissen, was du weißt, dass es darum geht und dass, wenn für dich das eine funktioniert, das für meinen Körper nicht so sein muss oder auch schon. Genau, Eine genau. sehr schöne Ansicht. Cool. Gibt es noch irgendwas, was du uns erzählen möchtest? Nein, das war sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich danke dir. Ich freue mich gerade noch mehr, dass ich einen Körper habe. So Ja, schön. das freut mich noch mehr. Da hat das Interview ja schon mal noch mehr Menschen glücklich gemacht. Nein, ich bin sehr, sehr, auch sehr, sehr dankbar, einen Körper zu haben, sehr, sehr dankbar, die Access-Werkzeuge und all ihre Untersparten und so weiter entdeckt zu haben und gleichzeitig zu wissen, dass man all das nicht nehmen muss, machen braucht und nicht tausend Kurse machen braucht, sondern dass das alles wirklich frei zugänglich ist auch. Und ich freue mich unheimlich,
wenn ich mit Körpern arbeiten darf. ja. Ja. Das war's. Und ich danke allen, die zugehört haben. Dann würde ich mal sagen, danke ich mal dir, Nicole, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast für uns und auch für die künftigen Hörer oder Anschauer. Und ich finde es mega, jeder Einzelne, der jetzt hier dabei war, vielen Dank euch. Und vor allem wirklich auch, ja, schickt es weiter, sagt einfach, dass es dieses Interview gibt. Nicole, du bekommst die Aufzeichnungslinks dann natürlich zugeschickt. Und alle, die das später mal anhören, ja, die waren eigentlich schon dabei. Das spielt keine Rolle. Man weiß, dass irgendwann Leute dazukommen, die das einfach dann, die heute Abend keine Zeit hatten, vielleicht nichts davon wussten oder was auch immer. Und das finde ich das Schöne an dieser Interviewreihe, dass man es einfach wirklich nachhören und nachschauen kann. Mhm. Und von dem her vielen, vielen Dank für all das und all das, was zwischen den Zeilen energetisch nur mitkam. Und ich werde es mir auch noch anschauen und anhören, weil ich zwischendrin mal kurz weg musste. Und danke, Romana, für die mega geniale Interviewführung und die Fragen und deine Art, begeistert auch einfach zu sein. Bei der Nicole nicht so schwer. Ja, und stimmt, geht mir auch so. Ich habe schon viele Interviews jetzt hier mit begleitet und jedes Einzelne war auf seine Art mega toll, aber ich muss auch gestehen, dass man natürlich zu manchen Menschen eine besondere eigene Beziehung hat. Und da gehörst du auf jeden Fall für mich dazu. Dankeschön. Danke, liebe Nicole. Vielen, vielen Dank euch. Bitte? Vielen, vielen Dank euch. Ja, nee. Ich mache mal die Aufzeichnung aus. So, dann. Jawohl.